Und heute leuchtet er schon bei uns im Studio, dank Jasmin Zentner, unserer Floristmeisterin aus Weisenheim am Berg. Hallo. Und das ist wirklich mal so ein richtig schöner Gartenstrauß mit den Früchten des Herbstes, kann man so sagen, oder? Ja, also ich dachte, wir binden heute einen Strukturstrauß mit Beeren, Frucht und Co. Und wie das funktioniert, würde ich gern zeigen. Aber vorab, heb einfach mal, dass du mal spürst, wie viel Gewicht. Wow. Ne? Da ist schon was also an Material drauf. Der ist aber auch extrem kompakt, muss man sagen. Und wenn man hier unten sich das anguckt, sieht man auch, warum. Also es ist eine reine Fleißarbeit bzw. eine reine Handarbeit. Ja. Und ich bin heute Morgen wieder mit meiner Hündin durch Wald, Wiese und Flur gewandert, gelaufen und habe eben diese verschiedenen Zutaten gesammelt. Und ich habe mit meinen Mädels zusammen eben heute Morgen noch schön fleißig angedrahtet und vorbereitet. Und da fällt Sedum, fette Henne drunter und wie gesagt hier diese tolle. Da ist natürlich Klimatis. Die Vorbereitungs Zeit, das was ganz am meisten wichtig, kostet. Ne? Das A und das O, ja. Das Binden an sich braucht jetzt bei diesem Strauß circa eine halbe Stunde. Er trocknet sehr schön in sich ein und ich finde jetzt so in der Herbstzeit werden die Sträuße für mich auch ein bisschen kompakter und im Frühling wird das Ganze eher luftiger und leicht und hier. Dann lass uns gerne auch noch ein bisschen über deine Hauptzutaten reden oder wo wir sie gerade schon in der Hand haben. Die Physalis, die Lampignonblume. Die würde ich vorschlagen, gucken wir uns dann auch gleich noch mal in der freien Natur an. Denn es ist wirklich eine tolle Pflanze. Ja. Die Lampignonblumen oder botanisch korrekt Physalis alkigengi. Sie sind ein toller Herbstschmuck für den Garten. Leuchtend orange Blütenkelche umhüllen die Früchte. Die sind übrigens essbar, schmecken aber nicht. Wie kleine Zwergenlampen. Ja, wie klar. Da wollte er eigentlich noch ein bisschen weiter erzählen, aber auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Herbstblume. Die hält sich auch relativ lange, ne? Dass sie die Farbe behält und diese Leuchtkraft. Trocknet auch ein, genau. Ja. Und was ich noch dachte, was dieses Jahr auch ganz stark im Kommen ist, sind diese Gurkengewächse. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die fühlen sich aber auch super ganz knuffig lustig, an. Ne? Die fühlt sich hier toll an. Und die zum Beispiel werden genau wie ein Kürbis auf so Holzspieße gesteckt. Das Ganze, genau. Vorsichtig, dass es auf der anderen Seite nicht rauskommt. Genau. Und so kann man es dann eben in dieses Sträußchen. Ja, noch mal ein, zwei Holzspieße greifen. Genau. Sedum, wie gesagt, hier haben wir noch schönen Salbei im Garten. Das heißt, das bindet man dann erstmal zu einer Einheit zusammen, oder? Also diese Flächen entstehen ja durch diese Bündel, die wir gerichtet haben. Selbst hier so eine Sukkulente. Kann man auch integrieren. Auch das ist wieder auf einen Holzstab gesetzt. Oder eine Echinacea wie hier vorne. Das ist auch was ganz Hübsches. Auch sowas kann man in so ein kleines, kompaktes Sträußchen integrieren. Und die Persönlichkeit der Blume tritt hierbei in den Hintergrund. Und dadurch ist aber eben diese Oberflächentextur das Witzige, was das Ganze eben charmant und spannend macht. Eine total schöne Geschichte, wie ich finde. Ja. Das ist jetzt mal eine kleinere Variante oder ist das jetzt nur ein Teilbereich eines großen Strauß? Das ist der kleinere, also je länger man den Stiel in der Hand hat. Ich drücke dir das gerade mal in die Hand, dann kann ich es nochmal erklären. Ja. Du siehst, also man muss richtig fest zupacken. Je kürzer man den Stiel in der Hand hat, je kleiner wird der Strauß. Je länger man den Stiel in der Hand hat, umso größer wird er. Mhm. Und das kann man dann eben selber entscheiden. Selbst Träubchen könnte man auch integrieren. Ja, aber wären die nicht dann zu schnell? Sie trocknen ein, aber ich meine, wenn man jetzt sagen will, man will den Strauß komplett zum Trocknen, würde ich sie draußen lassen. Jetzt ist ja eine spannende Frage, weil das ist ja jetzt hier so eine Mischkalkulation, wenn ich das mal so sagen darf. Du erntest viel von den Früchten aus dem Garten, aber wo, oder aus dem Feld, aus den Wiesen. Ja. Bei welchen Zutaten musst du denn dann doch vielleicht einkaufen? Also zum Beispiel jetzt die Strohblumen, das ist auch eigentlich so eine alte, altmodische Blüte, die jetzt für mich auch wieder so eine Renaissance bekommt. Die würde ich kaufen und vom Materialaufwand, wie jetzt hier zu sehen ist, sind wir bestimmt so bei 20, 25 Euro Warenwert und der Rest ist gesammelt. Und ganz wichtig ist die Arbeitszeit. Die der Rest ist halt dann, wenn man es selber macht. Gönnt man sich ein Stück weit. Ne? Und ansonsten muss man natürlich darüber nachdenken, wenn man im Blumenladen steht und so einen Strauß sieht, darf man sich nicht wundern, wenn dann doch da
Also man hat halt eben lang davon, also locker 2 bis 3 Wochen. Und wenn man dann überlegt, wenn so ein Strauß so zwischen 45 und 55 Euro kosten muss, ja, das runtergerechnet, also rechnet sich's durchaus. Hast du denn eigentlich so eine Lieblingsblume im Herbst, wo du sagst, boah, mit der arbeite ich am liebsten? Nee, sondern ich lasse mich einfach führen, was die Natur mir anbietet und es schenkt mir immer wieder ein Lächeln. Also es ist einfach egal, was es für eine Blume ist. Gibt's. Welches Gefäß würdest du jetzt, hier in dem Fall haben wir jetzt so ein klassisches. Da geht Technik vor Gestaltung. Das heißt also, das Gefäß muss sehr schwer sein. Es kann ein Krug sein, keine dünne Glasvase, weil der Strauß einfach ein wahnsinniges Gewicht hat und dass er nicht umkippen kann und dergleichen. Ja. Also mit anderen Worten haben wir hier, finde ich, den Herbst in perfekter Form in einen Strauß gebracht. Wie heißt es so schön? Strukturstrauß. Strukturstrauß, genau. Sag ich ganz herzlich Dank. Danke, Jasmin Martin. Zentner aus Weisenheimer Berg, unsere Floristmeisterin, die den Herbst perfekt arrangiert hat. Wo stellen wir den nachher hin? Haben wir schon Platz? Ich glaube noch nicht.